Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich fahre immer noch Silage zum Lager. Damit wir nochmal später mal mit Audrive BGH fahren können. Ganz gemütlich und in aller Ruhe. Ansonsten geht die Ernte auf Feld Nummer 13 voll weiter. Das klappt mehr oder weniger alleine jetzt. Und nebenbei gibt es noch Stroh von Feld Nummer 10. Was nicht so gut klappt aktuell. Aber ich denke mal, nach kurzen anfänglichen Schwierigkeiten würde sie auch eintakten, schätze ich mal. Ja, wir müssen leider ein bisschen die Lage fahren, weil, naja, das muss ja auch noch verarbeitet werden, ne? Bevor wir hier mal endgültig umziehen. Ich schätze mal noch Mais, ja, 14 Tage zeitlich gesehen komplett. Ja, das ist ein ziemlich großes Feld, auch wenn ich mit drei Fahrzeugen arbeiten werde. Dann ist noch Soja. Soja ist aber nicht ganz so dramatisch. Mit das Hochrechnen, das ist auch relativ schnell geerntet. Also zwei und ein Fahrzeug von der Feldgröße her. Also bei gesamt drei Fahrzeugen, also 42 eine und zwei auf der 47. Das geht natürlich zügig. Das sollte an sich kein Problem sein. Aber es muss ja gemacht werden, ne? Und da muss Wetter mitspielen. Da muss ich nochmal die Kühe in den großen Stall fahren. Das muss ich aber auch gleichzeitig mit Futter machen, ne? Ich kann keine rund 300 Kühe in den großen Stall fahren und dann nicht kein Futter reingehen. Das ist okay. Nicht so gut, ne? Das überleben die Kühe dann nicht. Wir haben noch viel Milch. Ne? Milch haben wir noch viel. Halt es. Was haben wir an Milch? Ob wir neue Kälber kriegen. Milch haben wir 500.000. Das gibt viel Käse und Quark. Das sind alles die weiblichen Nachkommen. Das sind die männlichen Tiere. Dazu sagen, das ist schon ein schöner Bobby, ne? Aber wie gesagt, das Alter muss nicht mehr jung dastehen, ne? Sobald er 2 Jahre ungefähr, dann geht er weg. Da überlege ich mir auch, naja, Umzug ist, ich weiß noch nicht genau wann. Muss ja immer die Karte fertig sein. Das ist das eigentliche Problem. Ich weiß nicht wann. Ich habe gesagt, mit Mais Plus soll vorher gemacht werden, Update, aber das kam schon Updates. Ein guter Moment zu sein. Auch er muss dafür Zeit haben, ne? Wenn du nicht hast, dann ist es nicht so, ne? Die Testphase muss ja auch immer durchlaufen, ne? Also, aber wir haben noch mindestens, ich schätze mal so drei Wochen zu tun. Fast 4 Wochen normalerweise. Alles richtig hochrechnen mit Kühe umstallen und so. Jetzt gerne gemacht, in der, wo ich zu Hause bin, aber wird nicht so, ist doch nicht so, ne? Ja, wie gesagt, ich bin noch 14 Tage zu Hause. Jetzt hochgerechnet. Ja. Aber noch viel Mais. Ja, wir haben noch viel zu ernten. Die Hälfte haben wir erst. Oh, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ist noch die Hälfte. Naja, nicht ganz die Hälfte, aber wie gesagt, ist noch was. Naja, da muss ich noch viel Gas geben. Aber heute, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt läuft es ja einigermaßen, ne? Und doch mit 5 Drescher arbeiten müssen, aber ich habe keine 5.
Jetzt habe ich Heu wieder drin und Silage. Oh, das muss ja alles. Da muss alles vom Umzug noch entsprechend entweder zu Geld gemacht werden oder im globalen Markt zwischengelagert werden. Ich meine, da kann ich jetzt in Not von Thüringen, von der Marsch Futter direkt herbringen, bevor ich hier überhaupt wieder Futter habe. Ne? Denn Heu machen, das dauert eine Zeit lang und Silage auch. Ich brauche es ja nicht von Händler kaufen. Ne? Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch, das Geld ist weg. Ne? Und wenn ich umgekehrt hier mal was kaufe, ich meine, das Weizen bringt noch ein bisschen Geld ein. Stroh ist nicht der Rede wert, das ist schon zu viel drin. Also über 4 Millionen Liter, das kostet in Thüringen auf der Marsch auch schon ein Ei. Da muss ich dann ab, ja, morgen oder Sonntag, eher Sonntag, weil morgen werde ich wahrscheinlich bearbeiten und hochladen. Das mache ich morgen erst fertig. Und dann kann ich zumindest, weil Sonntagfolge ist ja bei der Marsch ja schon fertig. Was ich machen könnte, ja, Sonntag, ne, das ist immer so, das ist ja, Konkurrenz ist da, ne. Morgen ist ja auch Konkurrenz unterwegs, in Anführungszeichen. Ja. Ne, mehr komm. Das ist ja auch so ein Förderband. Bringt ja auch keine Punkte. So. Da stehst du ja auch um blöd und wartest und wartest. Deswegen ist hier für mich das so ein Silo. Was gehen würde mit einem Radlader mal so automatisch fahren lassen, ne? Da muss ich mich mal so beschäftigen mit dem. Ja, wenn du hier so ein Silo hast, wo links alles stehen bleibt, ja, da wird der Radlader auch nicht fahren, ne? Und ich mag persönlich keinen Sacksilo, weil ich dann, ich meine, wenn ich rückwärts reinfahre, aber mal gut, mit Outdrive wird es auch gehen, ne? Also noch ging es auch hin, kriegt es auch hin, ne? Aber der Aufwand ist so groß, das geht ja über mehrere Tage, ne? Und das ist, für mich ist das auf Dauer zu langweilig, auch fürs Zuschauer ist das langweilig. Blocking, Weizen, das sind Drescher und dann und ein Abfahrer. Der fährt da. Junge, auf wenn spät ist, konzentrieren. Ich kann also so nicht schlafen. Können wir auch die Folge noch fertig machen noch. Wie gesagt, ein Stück arbeiten ist mal besser für die ganzen Helfer und so, ne? Die haben sich jetzt halbwegs eingefahren. Jetzt aufzuhören, das wäre ja, naja, unsinnig, ne? Ja, unser Strohfahrer, muss. Das ist alles, was immer einlaufen muss. Und wenn das mal eingelaufen ist, dann geht's. Dann hörst du auf. Das ist schlecht. Im Grunde muss ich hier viel mehr machen normalerweise. Aber ich sag, zu lange Folgen, das ist ungünstig. Statistik gesehen, und ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt so, wenn viel geschaut wird, wird viel vorgeschlagen. Und wenn viel geliked wird, wird auch viel vorgeschlagen. Damit hängt zusammen.
Das ist das A und O. Das ist aber so, es ist nicht entscheidend, ob alles geguckt wird, sondern es muss laufen. Ne, also den Rechner oder den Algorithmus, der stellt nur fest, dass es gelaufen ist. Ne? Also guck, das kann er ja nicht sehen, dass einer vor dem Rechner sitzt, ne? Oder sich mal Kaffee holt, ne? So. Aber wie gesagt, das ist jeder seine eigene Entscheidung. Also geholfen mit mir dabei, wenn man fleißig guckt wird, ne? Das ist ja entscheidend. So, aber auch ein Dankeschön fürs viel gucken, ne? Also so ist ja nicht, ne? Die Entwicklung ist ja da, ne? Also muss er halt Geduld haben. Morgen ist ja wieder Samstag. Nee, Sonntag. Für mich. Ist jetzt 12:30. Hier oben rechts ist ja die Uhr, die reguläre Zeit, ne? Also 0:36. So, das läuft. Blocking Weizen. Das ist ein Drescher. Guck mal. Nochmal ist Kontrolle. Ganz gut. Aber jetzt aktuell. Das läuft einigermaßen. Wie gesagt, das Feld hätte ich gerne heute noch fertig. Also heute in den Folgen, aber das sieht nicht ganz so gut aus. Und zu viel. Das über die Hälfte. Naja, die Hälfte ist schon mehr weg, aber wie gesagt. Das ist Stroh. Wenn Stroh nicht geschafft wird, ist auch egal, aber wie gesagt, deshalb habe ich hier kein Stroh mehr gemacht. Weil Stroh, das kostet mir zu. Das bringt zu wenig ein, dass ich da sagen kann, die Pacht ist zu rentieren, ne? Mach nochmal eine scharfe Kurve hier. Naja, gut. Aber 4 Abfahrer ist notwendig. Also was ich noch überlege ist, hier ist ein Rübenfeld. Das könnte sich ganz gut machen für die Marsch als Zuckerfabrik. Da könnte ich noch im Frühling mit Zucker einsteigen. Könnte. Weil wenn das jetzt hier mit der neuen Karte etwas länger dauert, dann kann man das mitnehmen, ne? Also Rüben. Also. Ne, da sind einmal die 27, die 37, die von der Entfernung her gehen würden. Ne? Wie gesagt, das sind ja die Maschinen, die brauchen ja verdammt viel Platz. Ne? Da musst du viel fahren, ne? Und von da wird es vom Fahren her auch gehen. Ne? Aber hier das Anschließen mit dem Kurs hat es gebracht. Ne? Aber wir müssen weitermachen. So, von vorne. Das nützt ja auch nichts, ne? Also die Gage muss ja irgendwie weg, ne? Ich glaube aber, alles schaffen wir hier nicht weg. Ich meine, wenn jetzt ein Tag Regen kommt, aber ist ja auf Dauer langweilig, ne? Wer will schon ganz das Silage sehen, ne? Ich sag mal, ein Radlader, das ist ja finanziell. Da muss ich mir jetzt mal kundig machen, wie das funktioniert. Ne? Wenn ich jetzt einfach kaufen, dann das ist auch nichts. Dann ist halt besser, ich lasse das liegen. Ne? Also, weil ich ja sowas in Zukunft mit Silos gar nicht machen werde. Ne? Holger hat mal gezeigt, dass er mit einem Radlader auf dem LKW oder auf dem Traktor abgekippt hat. Und der Traktor hat es dann abgekippt bei der BGH. Das war der Umweg, der funktionieren muss. Also im Grunde ist das nur ein Kreisfahren für den Traktor und der Radlader hat es dann automatisch aufgeladen. Ne?
Mein Gott, das wäre eine Alternative, ne? Die Runde kann er hier sowieso fahren, ne? Also von der Entfernung her. Obwohl wir ganz gut geschafft haben heute. Das Lager müsste schon mal richtig mal drin sein. Das ist kein Lager. Das Lager ist hier. So. Gucken wir mal. Die Lage. Nur 480. Naja. Kriegen nicht mehr viel rein. Müssen wir wieder einmal einen Schwung in den BGH bringen. Ich meine, die BGH zahlt nicht so viel dafür. Ne? Das ist ja das Ganze, was so einen großen Gast nicht rentabel macht. Ne? Das ist ja auch gesehen, marktwirtschaftlich so. Die BGH verdient ja das Geld über Strom. Aber der Strom ist nicht so teuer. Das ist nur, teuer sind nur die Abgaben. So. Denn mein Strom kostet jetzt aktuell um die 5 Cent pro Kilowattstunde. Aber die Abgaben, die haben sie ja in sich. Ne? Steuerumlage für, was ich für Öko und all so ein Zeug. Keine Ahnung, da sind etliche Abgaben dabei. Ich habe schon überlegt, mir so eine Solarzelle aus dem Stall. Gut, jetzt in der Zeit wird sie ja auch nichts bringen. Aber wie gesagt, tagsüber. Wenn du 2-3 hast, mit je fast 1000 Watt zusammen, dann habe ich schon einen Großteil von Strom, was ich selbst verbrauche, selbst erzeugt. Ne? Das würde sich schon rentieren. Aber das kostet der Spaß auch bei 1500 Euro. Ne? Die 1500 Euro muss man mal ausgeben für Strom. Mache ich ja nicht, das ist ja ein Jahresverbrauch. Ne? Warum noch nicht mal? Aktuell habe ich jetzt bei knappe 45 Euro pro Tag, pro Woche, pro Tag ist gut. Und das sind dann knappe 500 Euro ungefähr, ne? Und dann wäre ja so ein Teil ein Jahr verbraucht, da kann ich drei Jahre von Strom bezahlen, ne? Aber irgendwann werde ich mal so ein Teil kaufen und damit zumindest ein Teil zumindest wenn ich jetzt hier einen Berg machen würde, ne, dann wäre es ja gut. Macht ja nicht. Hat immer so ein Teil gehabt, weiß gar nicht, ob jetzt noch das drinne ist. Da nicht. Und zwar, ich weiß nicht genau, wo das ist, wo man es da kaufen könnte. Überladewagen, ne, ist das da? Ne, da ist es nicht. Ich hatte mal so ein Mod-Teil drin, was man. Im Prinzip reinkippen kann und das befördert das Zeug dann in den Silo. Ne, ist auch nicht. Da muss ich mal gucken, wie das Ding heißt. Ich hab das schon im Kopf, aber. Ich weiß nicht genau was. Wo es liegen könnte. Ziegel, Düngetechnik, ne, da. Mistreuer ist auch nicht. Da, Mistreuer. Für Mist. Wer ist es vielleicht? Schneefräse, die nicht funktioniert. Meine Fräse. Nee, tiefladert. Na, da muss ich mal gucken. Also das lohnt sich ja auch nicht mehr, da zu kaufen. Weil das ist. Soll ich sagen, das ist ja auch durchdrehende Reifen.
Gut, dann müssen wir eingreifen, ne? So. Also mit 3. Also mit 3 Vorgewände kommt er nicht zurecht. Obwohl im Großen und Ganzen hat es ja immer gut geklappt, ne? Ja, das dauert noch ein bisschen. Da sind wir schon. Bei mir festgebeißt gewesen hier. Gibt's doch gar nicht. Durchhalten. Auch den nochmal wegschaffe. Ich habe meine Strohballen übrigens alle zu Lager gefahren, ne? Die sind alle weg. Das merkt man auch im System, dass es entsprechend flüssiger läuft, ne? Machen wir uns ja noch voll. Warum ist der voll? Du kannst doch längst wegfahren. Du bist doch fertig. Oh, Zuschauer, ich sehe gerade Überlänge. Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao ciao. Es geht morgen weiter hier in Thüringen mit der Ernte auf Feld Nummer 13. Tschüss.